Wochenmarkt auf dem Münchner Rosenkavalierplatz. Mittendrin ein Geflügelstand. Ich möchte herausfinden, was die Kunden am liebsten kaufen. Sie haben jetzt gerade Hühnerbrust gekauft. Ja, genau. Aber kein ganzes Huhn. Nein. Warum nicht? Ehrlich gesagt, ich bin da zu faul, das jedes Mal. Ja, es geht auch schnell. Wir sind zu zweit und da ist uns ein ganzes zu viel. Aus den Brüsten mache ich so Geschnetzeltes. Genau. Dafür kaufe ich dann die Brust. Aber was soll ich mit dem Rest? Wenn wir den Rest nicht essen, wer dann? Was geschieht mit den Teilen, die in Europa keiner will? Und wer bezahlt den wahren Preis für unsere immer billigeren Hühner? Kilometer nordöstlich von München. Der Grosserhof. Franz Grosser erzeugt Biohähnchen, ein hochwertiges Produkt. Doch der Verkauf ganzer Hähnchen wird immer schwieriger, weil die Kunden eigentlich nur noch die Brustfilets wollen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass aus diesem Huhn eine Hühnerbrust wird, da bleibt ja ganz schön viel übrig. Ja, es ist richtig. Es kann dann sein, dass aus diesem Schlachtkörper von 2 Kilogramm das Hähnchenbrustfilet dann nur 250 Gramm sind. Und der Rest ist dann eigentlich Ausschuss? Nicht Ausschuss. Wir versuchen natürlich, dass wir unseren Kunden das rüberbringen, dass sie auch Hähnchenschenkel, also die Hähnchenkeule gerne essen und die Chicken Rings, die Hähnchenflügel. Aber es ist nicht ganz einfach immer. Vor 20 Jahren gingen fast 3/4 des hierzulande verkauften Geflügels im Ganzen in den Handel. Heute läuft das Geschäft ganz anders. Wir zerlegen mittlerweile 80-85% unserer geschlachteten Hähnchen, weil einfach die Nachfrage danach entsprechend ist. Ich schaue mir an, wie viel da übrig bleibt. Die Brust macht bei einem Huhn etwa 23% des Gesamtgewichts aus. Die Keulen 33%. Die Flügel, die schon viel schwerer zu vermarkten sind, entsprechen 12%. Und schließlich das Gerippe, die sogenannte Karkasse, 32% des Huhns. Fast ein Drittel des Schlachtgewichts. Das ist eigentlich Abfall. Ja, wir versuchen halt, dass man den sogenannten Abfall noch bestmöglich verwerten. Das heißt, wir versuchen, dass wir unsere Kunden das nahe bringen, dass man jetzt so viel Zeit Geflügelsuppe kochen kann aus der Karkasse. Und der Rest geht dann an einen Bio-Hundefutterproduzenten. Nun werden auf dem Biohof von Bauer Grosser gerade mal 300 Hühner pro Woche geschlachtet. Wie aber ist die Situation da, wo 99% des deutschen Geflügelfleischs erzeugt werden? In industriellen Großschlachthöfen mit einer Schlachtung von 200.000 Hühnern pro Tag. Ich möchte mehr über die Geflügelproduktion bei uns in Deutschland herausfinden und besuche den Betrieb von Rainer Wendt. In seinen 3 Ställen mästet er Hähnchen für einen der großen deutschen Geflügelproduzenten. Ja, die Menge macht's. Das ist in der Tat so, dass Hähnchen ein Centgeschäft ist. 40.000 im Stall mal 7,5 Durchgänge. Also ich mäste hier auf meiner Anlage ungefähr 1 Million Tiere pro Jahr. Ein Durchgang, das sind 35 Tage bis zum schlachtreifen Huhn. Vor 50 Jahren hätte das 90 Tage gedauert. Die Turbomast sorgt für einen eindrucksvollen Preisverfall. Seit 1960 ist das Kilo Brathähnchen um fast 1 Euro billiger geworden, trotz Inflation. Ich finde, es ist gut, dass jeder Verbraucher sich selber entscheiden kann, ob er einmal, ob er dreimal oder fünfmal in der Woche Fleisch essen möchte. Und wenn es fünfmal in der Woche Hähnchenfleisch ist, ist es natürlich besonders gut. Hähnchen zum Schnäppchenpreis. Das funktioniert auch dank Subventionen. Bauer Wendt hat seine Stelle selbst finanziert. Aber wie jeder Landwirt bekommt er Direktzahlungen von der EU für seine Ackerflächen. In Niedersachsen waren das im letzten Jahr 366 Euro pro Hektar. In vielen Bundesländern gibt es zusätzlich Fördergelder für Geflügelhaltung.
In Sachsen etwa flossen in den letzten 6 Jahren 48,6 Millionen. In Mecklenburg-Vorpommern 25 Millionen. Und in Bayern 12,4 Millionen. Auch Schlachthöfe werden gefördert. Europas größter Geflügelschlachthof im niedersächsischen Wietze etwa erhielt 6,5 Millionen Euro Subventionen. Auch dank unserer Steuergelder kann Geflügel massenhaft und billig erzeugt werden. Und wir können es uns leisten, nur die Premium-Teile zu kaufen. Aber was geschieht mit den Resten? Beim Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft bemühe ich mich um eine Drehgenehmigung für einen Geflügelschlachthof. Leider vergeblich. Stattdessen treffe ich in Wietze Mitglieder einer Bürgerinitiative. Sie engagieren sich dort gegen den Betrieb der Großschlachterei und haben eine Ahnung, wo die riesigen Abfallmengen landen könnten. Vor den Toren des Schlachthofs hatten sie eine aufschlussreiche Begegnung mit einem niederländischen Lkw-Fahrer. Ich bin dann zu ihm hin, um mit ihm durchs Seitenfenster zu sprechen. Und dann hat er mich reingebeten. Und ich sage, was transportieren Sie denn? Ja, Schlachtabfälle. Ich sage, Schlachtabfälle, das lohnt sich doch gar nicht. Das weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Und hat er was gesagt, wie viel? Also ich meine, dass von 22 Tonnen die Rede war, würde er transportieren. So viel wird sicherlich auf einen Lkw passen, denke ich. Ne? Er hat mir dann eine Karte gezeigt und er fährt hier in der Nähe von Amersfoort nach Bünnschoten, so hat er sich ausgedrückt. Mhm. Und da ist dieses kleine, grau unterlegte Industriegebiet. Ja. Und da sagte ich ihm dann, das ist doch hier ein Hafen. Ja, das ist ein Hafen. Was machen deutsche Hähnchenabfälle in einem niederländischen Hafen? Meine Anfrage beim Schlachthof bleibt unbeantwortet. Es gelingt mir jedoch, die Spedition ausfindig zu machen. Ein Interview will mir dort niemand geben, aber am Telefon erfahre ich das Ziel der Hühnerteile, Westafrika. Deutsche Geflügelreste werden 5000 Kilometer weit transportiert. Die Abteilung Agrarpolitik der Umweltorganisation BUND. Die Leiterin Reinhild Benning kann mir erklären, warum das ein gutes Geschäft ist. Ich muss gestehen, ich war ziemlich überrascht festzustellen, dass wir Hühnerteile ausgerechnet nach Afrika exportieren. Wie kann sich denn das lohnen, aus so einem teuren Land wie Deutschland in so ein billig Land wie Afrika? Geflügelkonzerne optimieren damit ihre Bilanz. Sie senken die Entsorgungskosten, die in Europa anfallen, indem sie das Fleisch nach Afrika exportieren. Dort verdienen sie zwar nicht besonders viel Geld damit, aber sie sparen die Entsorgungskosten, die in Europa anfallen würden. Genaue Zahlen zu Entsorgungs- und Transportkosten wollen mir die angefragten Firmen nicht verraten. Doch es scheint sich zu lohnen. Die Länder entlang der westafrikanischen Küste werden von unserem Ausschuss geradezu geflutet. 2012 waren es allein aus Deutschland über 42 Millionen Kilo Geflügel. Ein Ziel ist Liberia, eines der ärmsten Länder der Welt, das sich nur langsam von den Folgen eines langjährigen Bürgerkriegs erholt. In den letzten 4 Jahren haben sich die EU-Exporte von Geflügelfleisch dorthin enorm gesteigert. Um 629%. In der Hauptstadt Monrovia gehe ich auf die Suche nach deutschen Geflügelresten. Meine erste Station, ein Lagerhaus am Hafen. Dort sitzen mehrere Firmen, die tiefgefrorene Fleischteile ankaufen. Für 80 Cent das Kilo. Ich frage den Geschäftsführer nach Fleisch aus Deutschland und werde gleich fündig. Im Kühlhaus lagern ganze Paletten 10 Kilo Kartons mit Hähnchenrücken. Drinnen filmen dürfen wir nicht, aber die Arbeiter holen einzelne Kartons heraus. Das Etikett zeigt den Lieferanten. Oldenburger Geflügelspezialitäten. Der Importeur hat noch mehr deutsche Ware im Kühlhaus. Hühnerflügel. Von einer weiteren niedersächsischen Firma. Die Verpackung der Produkte aus Deutschland ist meist sehr schlecht. Deshalb haben wir deutsches Fleisch eigentlich nicht so gerne. Ansonsten gibt es kein Problem, der Preis ist niedrig. Kein Wunder. Wenn es in erster Linie um Entsorgung geht, wird vielleicht an hochwertigen Verpackungen gespart.
Was wir in Deutschland nicht essen wollen, landet auf Afrikas Straßenmärkten. Zum Beispiel auf dem Red Light Market in Monrovia, dem größten Markt des Landes. Die Händler hier holen sich die Hühnerteile bei den Importeuren ab und bezahlen ihnen dafür etwa 1,60 Dollar. Auf dem Weg vom Hafen auf den Markt hat sich der Preis verdoppelt. Ich entdecke einen Händler, der gerade einen Karton Hühnerrücken für seine Kundschaft vorbereitet. Verkaufen Sie viel Geflügel aus Deutschland? Ja. Ja. Überall in den Gassen hier bieten Händler importierte Hühnerteile an. Füße, Hälse, Rücken. Hochwertige Stücke wie Hähnchenbrust sehe ich nirgends. Im Getümmel des Red Light Market treffe ich mich mit Rudolf Bunze. Der Agrarexperte der deutschen Hilfsorganisation Brot für die Welt hat gerade an der Universität Monrovia eine Studie zu den deutschen Geflügelexporten nach Liberia durchgeführt. Was mir jetzt aufgefallen ist, wir sind ja jetzt viel rumgelaufen, es wird viel Fleisch verkauft, viel Huhn, also die Leute hier essen das offensichtlich gern und viel, aber ich habe überhaupt keine ganzen Hühner gesehen. Also die ganzen Hühner sind vom Markt verschwunden. Das ganze Huhn kostet 10 US-Dollar. Während man hier also diese Hühnerteile pro Kilo für ungefähr 2 US-Dollar bekommt. Das heißt also, das ganze Huhn hat keine Chance, im Wettbewerb zu bestehen gegen diese Importe. Bei 30 Grad im Schatten, wäre da nicht die einzig hygienisch sichere Art, Fleisch zu vermarkten, kaufen, schlachten, gleich essen? Doch ich finde nur noch einen einzigen Stand mit lebenden Hühnern. Trotz niedriger Löhne. In Afrika erzeugtes Geflügel ist chancenlos gegen das europäische Billigfleisch. Die Produzenten haben ihren Gewinn schon zu Hause erwirtschaftet. Die Reste können verramscht werden, zu Dumpingpreisen. Aber warum unternehmen die afrikanischen Staaten nichts dagegen? Theoretisch könnte ich als afrikanischer Staat meine Wirtschaft ja schützen, durch Schutzzölle zum Beispiel. Sehr eingeschränkt, sehr eingeschränkt. Die internationalen Handelsregeln lassen das eigentlich nicht zu. Wenn sie verschuldet sind und sie stehen unter einem internationalen Vertrag zum Schuldenabbau, dann lässt natürlich also der Internationale Währungsfonds keine Handelsrestriktionen zu. Da müssen die Grenzen offen gehalten werden. Auf einem Markt im Zentrum der Hauptstadt begleite ich Sarah Langford bei ihrem täglichen Einkauf. Die Mutter von 5 Kindern hat keine feste Stelle. Sie schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch und verdient selten mehr als 100 US-Dollar im Monat. Ein typisches Einkommen hierzulande. Lebensmittel sind im Verhältnis dazu viel teurer als bei uns. Auch die europäischen Hähnchenteile. Sie kosten hier 2 Dollar pro Kilo. Kaufen Sie jemals ein ganzes Huhn? Nein, immer kleine Stücke. Ein paar Stunden später besuche ich die Großfamilie zu Hause. Sarah Langford, ihre 5 Kinder und die ihrer Geschwister. 16 hungrige Mäuler. Geflügel ist in Liberia traditionell der wichtigste Lieferant für tierisches Eiweiß. Doch die Langfords können sich das nur ganz selten leisten. Das Abendessen heute? Ein Eintopf aus unseren Schlachtabfällen. Die Kinder der Familie freuen sich über eine Portion Fleisch. Aber muss die aus Deutschland kommen? Könnte Liberia das nicht selbst produzieren? Ich habe einen Termin im Landwirtschaftsministerium. Joseph Anderson ist der zuständige Direktor für Viehzucht. Vor dem Bürgerkrieg hatten wir große Geflügelfarmen. Es gab Fischereibetriebe, Geflügel- und Schweinezucht. Wir haben damals sogar Hühnerfleisch exportiert. Also ohne die Importware europäischer Firmen könnten sie den Fleischbedarf ihrer Bevölkerung stillen. Innerhalb kürzester Zeit, genau. Darauf arbeiten wir hin. Der Viehbestand im Land war dem Bürgerkrieg zum Opfer gefallen. Aber jetzt könnten die Betriebe doch eigentlich wieder arbeiten.
Eine Stunde von der Hauptstadt entfernt zeigt mir Agrarfachmann Rudolf Bunzel den Hof der Familie Bonar. Vor einem Jahr haben sie hier angefangen, Hühner zu mästen, unterstützt durch Spendengelder einer europäischen Hilfsorganisation. Doch sie blieben auf ihren Hühnern sitzen. Wenn Sie auf den Markt gehen, gibt es überall das gefrorene Fleisch aus Europa. Für ganz wenig Geld. Das kaufen die Leute dann. Sie haben ja kaum Geld. Und so wollen sie unser Fleisch nicht und kaufen lieber das gefrorene Huhn. Es kostet eben weniger. Sie hatten ja sicher die Hoffnung, dass das hier ein gutes Geschäft werden könnte. Ja, große Hoffnungen. Die letzten verbliebenen Hühner nutzt die Familie jetzt für den Eigenbedarf. Das ist eine Katastrophe zu scheitern und dann in Bemühungen, wo man auch rein investiert hat, Geld aufgenommen hat, Kredite aufgenommen hat. Wenn man da scheitert, ist man verschuldet und man kann die Tilgung nicht mehr zurückzahlen. Und es ist so schwierig, hier an Kapital ranzukommen. Also die Leute sind geschädigt. Ein paar Meter weiter steht noch ein Stall. Die Bonas haben mit den Hühnern viel Geld verloren. Dennoch wagen sie noch einen Versuch, sich eine Existenz aufzubauen. Sie züchten und mästen jetzt Schweine. Zwei Würfe mit 12 Ferkeln. Die ersten werden in ein paar Monaten schlachtreif sein. Hoffen Sie, dass das ein besseres Geschäft wird als die Hühner? Ja. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Denn auch die liberianischen Schweine müssen zunehmend mit billiger Ausschussware aus Europa konkurrieren. Wenn wir uns die Statistiken angucken, dann sehen wir, dass da unheimliche Steigerungsraten sind beim Schweinefleischexport von Europa nach Westafrika. Wir gehen noch einmal zurück auf den Markt in der Hauptstadt. Und tatsächlich, neben den Hühnerteilen entdecke ich auch Schweinefleisch. Aber woher stammt dieses Fleisch? Etwa auch aus Deutschland? Mitten auf dem Red Light Market ist das Geschäft von Hassan Mushavrab und seinem Sohn. Sie fungieren als Zwischenhändler für importiertes Tiefkühlfleisch. Anscheinend ein florierendes Geschäft. Ich darf mich in ihrem Lager umschauen. Stapelweise Kartons, die unter dem Transport sichtlich gelitten haben. Ich finde tatsächlich deutsche Schweinewirbelsäulen. Ja, schau mal, da siehst du. Laut Herkunftsstempel aus Niedersachsen. Ich stoße auf weitere Kartons. Brustknochen vom Schwein von einer baden-württembergischen Firma. Sie haben viel Ware aus Deutschland. Ja, Hühnerfüße, Schwein, wie Sie gesehen haben. Wir haben Hühnerteile aus Deutschland. Beim Fleisch in Mushavrabs Lager kommen mir Zweifel, ob es auf seinem langen Weg nicht schon aufgetaut ist und wieder eingefroren wurde. Wie soll im heißen Klima von Liberia eine geschlossene Kühlkette funktionieren? Draußen bekomme ich davon einen weiteren Eindruck. Diese Männer haben gerade 6 Kartons Hühnerteile gekauft und machen sie jetzt fertig für den Transport in ihr Dorf. Dort werden sie das Fleisch auf dem Markt verkaufen. Die Wolldecken dienen gewissermaßen als Kühltasche. Wie weit fahren Sie damit? Bis nach Salou. Wie heißt das? Salou. Wie weit ist das? 2 Tage. 2 Tage? Ah, 3 Tage. 3 Tage. Und so reisen unsere Schlachtabfälle hunderte Kilometer, bis sie ihre Käufer erreichen. In Überlandbussen, teilweise ohne Kühlung. Überall in Westafrika kommt so Fleisch in den Handel, unter hygienisch fragwürdigen Bedingungen. Agrarfachmann Rudolf Bunzel nimmt mich mit zur Universität von Liberia. Dort hat er an der Landwirtschaftlichen Fakultät die Folgen der Fleischimporte für das Land erforscht. Der Dekan Roland Masakwoy, ehemaliger Landwirtschaftsminister von Liberia, macht sich große Sorgen um die Gesundheit seiner Landsleute.
Wir haben gesundheitliche Probleme. Das beginnt mit der Kühlung im Lager. Es kommt immer wieder zu Stromausfällen. Es gibt hier keine zuverlässige Stromversorgung. Dann verlässt das Fleisch das Lager. Manchmal können die Marktleute es nicht verkaufen und bringen es wieder zurück ins Lager. Es taut auf, friert wieder. Taut, friert. Das führt zu Qualitätsproblemen. Das ist hier ein feuchtes, tropisches Land. Da ist Keimbelastung ein Thema. Das können Sie sich ja denken. Ich möchte herausfinden, in welchem Zustand die Hühnerteile sind, wenn sie hier auf den Markt kommen. Also gehe ich einkaufen. Auf verschiedenen Märkten, in Monrovia und in der näheren Umgebung, besorge ich Proben. Ich will das Fleisch in einem Münchner Lebensmittellabor auf seine bakterielle Belastung untersuchen lassen. Dafür habe ich aus Deutschland Spezialbehälter mitgebracht. Die Hühnerfleischteile müssen ab jetzt konstant bei unter 8 Grad Celsius lagern. So bewahren sie den Keimstatus vom Zeitpunkt des Kaufs, bis sie das Labor erreichen. Außerdem möchte ich gern Näheres über die deutschen Lieferanten herausfinden. Die Hühnerteile, die ich im Kühlhaus am Hafen gefunden hatte, stammten von einer niedersächsischen Firma, den Oldenburger Geflügelspezialitäten. Im Internet entdecke ich, wer hinter diesem Namen steckt. Wiesenhof. Deutschlands größter Produzent von Hähnchenfleisch. Wiesenhof wiederum gehört zur PHW-Gruppe und auf deren Homepage stoße ich auf eine bemerkenswerte Verbindung nach Liberia. Die Firma wirbt mit ihrem humanitären Engagement für ein Waisenhaus in Monrovia. Sie finanzieren den Waisen eine Ausbildung, ausgerechnet zu Geflügelzüchtern. Zitat: Nach bestandener Ausbildung erhalten die Absolventen einen kleinen Bestand, mit dem sie ein Geschäft gründen können und eine Familie ernähren können. Dieses Projekt möchte ich mir genauer anschauen. Das Waisenhaus liegt am Stadtrand von Monrovia. 80 Kinder, die ihre Eltern im liberianischen Bürgerkrieg verloren haben, leben hier und bekommen eine Ausbildung. Masagubi Schilling ist hier aufgewachsen und kümmert sich um die Hühnerfarm. Seit 2011 gibt es hier Legehennen. In den nächsten Wochen wollen die Kinder mit der Aufzucht von Mastgeflügel beginnen. Das Ziel ist, dass die Kinder hier etwas lernen, wovon sie eine Familie ernähren können. Ja, jemand zu werden. Ein Farmer werden. Ja. Die Zukunft der Kinder ist keinesfalls gesichert. Mit ihren Kenntnissen werden sie wohl nicht viel verdienen. Denn was sie erzeugen, kann wahrscheinlich nicht mit den Produkten ihres Sponsors Wiesenhof und dessen Mitbewerbern konkurrieren. Gemeinsam mit Rudolf Bunzel besuche ich Joseph Binder. Er betreut im Auftrag von Brot für die Welt ein Entwicklungshilfeprojekt zum Aufbau von Geflügelfarmen. Er erlebt ständig, wie das billige Importfleisch seine Arbeit torpediert. Es ist sehr unfair. Die Europäer produzieren so große Überschüsse, sie unterstützen ihre Produzenten. Und so ist das ausländische Fleisch ungeheuer billig. Bei uns ist das nicht so. Wir produzieren teurer. Wir müssen unsere Kosten selbst erwirtschaften. Und wir haben keine Chance auf dem Markt, weil das Importfleisch dort viel billiger verkauft wird. Ja, das ist eine sogenannte Inkohärenz unserer Politik. Das heißt, das, was die Entwicklungspolitik versucht aufzubauen, das wird durch die Handelspolitik kaputt gemacht. Und diese Inkohärenzen ist die größte Ineffizienz unserer Entwicklungspolitik. Zurück in Deutschland. Ich bringe die Hühnerfleischproben vom Markt in Liberia zur Untersuchung ins Institut für Lebensmittelsicherheit der Uni München. Im Hochsicherheitslabor lassen wir die Keimbelastung überprüfen. Professor Manfred Gareis ist Fachtierarzt für Fleischhygiene und hatte schon oft Gammelfleisch unter dem Mikroskop. Was ist denn jetzt bei diesen Untersuchungen rausgekommen? Was wir also sehen konnten, ist bei diesen Proben, dass nahezu sämtliche Proben verdorben waren mit sehr hohen
Keimzahlen, Enterobacteria 10, das sind Fäkalkeime, also Indikatoren für die Hygiene und auch E. coli, die zum Teil massiv vorhanden waren und sämtliche Richtwerte, wie wir sie in Europa haben, überschritten haben. Wir haben ja eine Probe von einem einheimischen Huhn, was eben auf dem Markt geschlachtet worden ist und dann eben auch sofort weiterverkauft worden ist. Ist die denn genauso belastet? Nein, das ist interessant, dass die eben wesentlich geringer belastet war. Also das einheimische Huhn, das könnte ich essen, ohne dass ich Angst haben müsste, dass mir was passiert. Genau. Alle 14 Tiefkühlfleischproben waren zum Zeitpunkt des Verkaufs auf dem Markt so keimbelastet, dass sie in Europa nicht mehr verkehrsfähig wären. Unserem Experten geht das persönlich gegen den Strich. Ich glaube, dass die Verantwortung, die wir in Europa haben gegenüber den Ländern in Afrika, wenn wir schon etwas exportieren, nicht damit abgeschlossen sein kann, dass wir nur ein Geschäft machen. Nach meiner Afrika-Reise habe ich viele Fragen an die Firmen, deren Fleisch wir in Liberia gefunden haben. Doch ich erhalte nur Absagen. Keines der Unternehmen möchte mir zu seinen Geschäften mit Afrika ein Interview geben. Schriftlich erhalte ich ausweichende Antworten. In Deutschland sei die Ware einwandfrei gewesen. Das Geschäft machten ohnehin nicht sie, sondern Zwischenhändler. Außerdem gebe man so den Menschen in Afrika die Möglichkeit, ihren Proteinbedarf zu decken. Aber immerhin bekomme ich einen Termin beim Sprecher des EU-Landwirtschaftskommissars in Brüssel. Bis Juli 2013 hatte die Europäische Union die Exporte von Hühnerresten nach Afrika sogar noch subventioniert. Zumindest das wurde nun gestoppt. Aber mit ihren Zahlungen an deutsche Landwirte trägt die EU dazu bei, dass immer weiter massenhaft Fleisch produziert wird, für das es bei uns keinen Markt gibt. Das kann ja eigentlich nicht im Interesse der EU sein, dass wir anderswo mit unseren Produkten Märkte empfindlich stören. Ich denke nicht, dass die EU sich entschuldigen soll für die Unterstützung, die man den europäischen Bauern gibt. Es stört normalerweise nicht andere Märkte. Natürlich machen wir uns Sorgen, was in Afrika passiert. Und das wird hier diskutiert. Aber es gibt die Frage, inwieweit wir intervenieren können. Und es gibt auch die Kritik, wenn dieses europäische Fleisch nicht dorthin fließt, dass es vielleicht woanders herkommen würde. Besser wir machen das Geschäft als andere? Ich treffe den agrarpolitischen Sprecher der Grünen im Europaparlament. Der setzt eher auf einen Systemwechsel. Der Verbraucher hat natürlich die Macht der Nachfrage. Also wird der Verbraucher am Ende bereit sein, für artgerechte Tierhaltung dann auch das entsprechend mehr auszugeben oder vielleicht nur nicht jeden Tag Fleisch zu essen, sondern nur jeden zweiten Tag Fleisch zu essen. Aber der Verbraucher ist nur ein Teil. Wie gesagt, eigentlich ist die Politik verantwortlich dafür, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die zum einen solche Massenproduktion generell erstmal verhindert und zweitens, dass dieses System dann nicht noch quersubventioniert wird vom Steuerzahler. Solange aber die Politik dieses System nicht verändert, beschließe ich, zumindest meine Macht als Verbraucher zu nutzen. Ich hätte gern ein ganzes Hähnchen. Ein ganzes? Jawohl. Das war ein Wunsch. Das wär's, danke.